Volksbrauch. Bianblätter. Die Banyanblätter sind geeignet, negative Energien abzuwehren. Es ist ein Volksbrauch, die Blätter zur Sicherheit mitzunehmen, wenn man Orte mit dichter negativer Energie besucht, wie Krankenhäuser oder Beerdigungsstätten. Vielleicht können sie auch als Läuterungsmittel dienen, wenn man von unerwünschten Wesenheiten heimgesucht wird. Es kann auch nicht schaden, ein paar Blätter mitzunehmen, wenn du spät nachts über den Campus wanderst. Okay. Zhao Xinqiao. 你到底想做什么？我们谈谈吧。 Jetzt sind wir auf dem Dach mit den anderen beiden. 有什么好谈的？谈你当初怎么跟那个女的恶心骗我，还是你怎么样狠心分手甩掉我？我有好好跟你提分手，分手后我才跟三女在一起。分手？我没答应就不算。你可不可以不要闹了？我们就不能好聚好散吗？你当初说你要好好爱我，会爱我一辈子。 我相信你了。在我刚进来的时候，你是最温柔、最可爱的学姐。那时候我的确很喜欢你，要不是你后来……好，我不怪你。我现在才知道你精神状况。我要的不是同情。好，我以为这次会不一样，但不管重来几次都一样。你们都去死吧！杀人犯。 阿全，救我！我不是什么杀人犯，拜托你，求你像以前一样温柔对待我。只有你能帮我了。那些温柔什么的，我也早就都没有了。做你该做的事情，然后不要再闹。阿全，阿全，不要走，不要走。 Ja, lass uns doch mal erstmal hier das Crow-Team mitnehmen. Also, ne, ich habe alles verstanden, aber nichts kapiert. Ja, geht mir ähnlich, Blackboard. Also bevor ich jetzt eben hier zurückrenne und wir hier eh schon mal hier oben sind, können wir uns auch mal hier oben kurz umsehen, oder nicht? Also ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt dadurch sterben. Oder uns verwandeln, oder ich habe keine Ahnung. Anscheinend hat sie aber einen Knack weg. Ich meine, kann ja jedem mal passieren, aber, ne? Ist schon ein bisschen komisch. Vor allen Dingen auch, wie sie sagt, ne? Er hat die Beziehung beendet. Aber sie hat dem ja gar nicht zugestimmt. Wann muss man zustimmen? Also, außer du bist vielleicht verheiratet und willst die Scheidung. Also, wobei, selbst da kannst du nach, keine Ahnung, wie lange, irgendwann sagen: Ciao, Kakao. Da ist auch nichts mit zustimmen. Also eigentlich. Und in einer Beziehung ist es ja auch nochmal ganz anders. Ja, ein Jahr. Genau, du musst, glaube ich, irgendwie nachweisen, ein Jahr mit Trennungsjahr und so. Genau. Irgendwie so war das. Aber wie gesagt, du brauchst auch keine Zustimmung für. Na gut, dann rennen wir ihm jetzt mal hinterher. Weil es so schön ist. Ich raff es nicht. Was? Flieh ins Wohnheim? Wie wo? Also, ich kann nicht hüpfen. Ich bin in der Sackgasse gelaufen. Aber, also, hau! Also, also, okay. Flieh ins Wohnheim. Ich frage mich noch, wie.
Weil sie ist ja irgendwie, also, hier, stand da jetzt wirklich Wohnheim? Ich laufe hier wirklich immer nur in die falsche Richtung. Ach, brauchst du, wenn nach dem Jahr die Scheidung nicht unterschrieben wird, geht das mit dem Anwalt los. Lol. Ja, okay, gut. Also genau, wie gesagt, weiß ich es leider nicht. Kann die Schicht verfluchter Locken beseitigen. Aber wie komme ich denn jetzt bitte ins Wohnheim? Warte mal kurz, ich will mal ganz kurz gucken. Fliehe aus dem Wohnheim. Wir sind jetzt aber nicht diejenige, die vom Dach springt. Wahrscheinlich schon. Scheiße. Okay, komme ich nicht hin. Ich bin verwirrt. Ich habe keinen Schimmer, wie ich... wie ich hier rauskomme. Einfach umdrehen und die Treppe runter? Ja, probieren wir mal. Jojo hat's wieder. Also, was würde ich ohne euch machen? Auf jeden Fall geht's ihr nicht mehr so gut. Danke, Jojo. Nilela? Okay. Also wir sehen jetzt unsere Freundin. Wir haben anscheinend irgendwie eine Vision. Würde ich jetzt sagen. Und wir folgen jetzt mal den Kerzenlichtern und sehen, dass da unten ein Handy klingelt. Schatzi? Antworte so schnell wie möglich auf meine Nachricht. Ru sucht nach dir. Es gibt wirklich eine Geisterfrau. Hab keine Angst, ich habe einen Weg gefunden, sie zu exorzieren. Also wieso? Also den Griff hat er doch. Also wer liegt denn da? Ach so, er mit dem eigentlichen Schwert. Ja. Kamba. Bullen你挣扎几次，最后都还是会死，都是没有用的，没有办法逃过诅咒. Es sieht auf jeden Fall nicht so gut aus für ihn. 还有，谢谢你。虽然你讲话很坏，但是我知道，你都有在关心我。 Ja, und jetzt? Oh Gott, hinter uns ist ein Schatten. Aber ist keiner da? Fuck me! Ich bin weg. Ich bin nicht weg. Ich laufe im Kreis, ist mir egal. Solange ich schneller bin als... Wie soll ich den jetzt bitte noch bekommen? Blackwar. Das hört sich manchmal an wie der schlimmste beliebster Hunter überhaupt. Mutti, muss ich dir leider ein bisschen recht geben? Also, ja. Ist, manchmal ist schon komisch. Aber wenn da alles versperrt ist, wo soll ich denn hin? Jo, hast du wieder eine Idee?
Aber hier. Ah. Oh Gott. Es ist manchmal aber auch richtig unfair, ne? Also, bin ich? Soll ich sie verstecken in den Dixies? Achso, okay. Als ob er das nicht gesehen hätte. Ich höre gerade in meinem Kopf, wie wir reden, alle sterben von Knorr... Von Knorkator? Okay. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich habe ihn gehört. Ja, ich habe dich gehört. Also das ist ja aber auch, also... ein komisches Spiel. Olli, wie kann er denn von da kommen? Er müsste doch von da kommen. Oder kann ich... Nee, kann ich nicht. Kann ich auch noch nicht. Also das Game triggert mich gerade ziemlich hart. Mein Frustlevel geht gerade ziemlich steil bergauf. So. Vielleicht musst du die Wegblockade auf der Treppe noch triggern. Ja, da komme ich nicht. Da komme ich nicht mehr hin. Also, außer ich müsste das am Anfang direkt machen. Wer hat das ausgesucht? Stevie Wonder? Nee. Wunsch von unserer Community. Das war das Spiel spielen. Eigentlich wollte ich mit Stevie das Ganze zusammenspielen. Aber das funktioniert leider nicht. Aktuell. So, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte ist... wenn er wieder zurückläuft. Ich komme hier nicht hin. Ich hätte jetzt gedacht... oder muss ich dieses triggern? Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn er da durchkommt, dass ich auch da durchkomme. Oder ich da hin muss, um noch was auszulösen. Macht aber alles keinen Sinn. Also ich... Das macht alles gar keinen Sinn. Ich hätte noch gehofft, dass ich denn irgendwie hier durch kann, ne? Also durch die, aber er geht jetzt weiter. So. Okay.
Okay, warte. Eigentlich will ich zu der Toilette. Wann macht es am meisten Sinn, zu der Toilette zu gehen? Wenn er ganz nach hinten ist? Oder wenn er ganz vorne ist? Als ob. Das hat's jetzt gebracht, oder was? Weil als nächstes muss ich wahrscheinlich in die Richtung latschen. Dann versperrt sich da der Weg. Dann muss ich wahrscheinlich wieder komplett zurückrennen. Sinn? Was machen wir hier? Das ist das, was ich sagen. Ich hab's nicht verstanden. Also er ist jetzt besessen, weil er das Schwert hatte und keine Ahnung und... Oh,煩不煩啊?每過幾分鐘就來找我講話一次,不無聊哦。誒,你怎麼知道我很無聊?你很聰明哦。哦,我們都等了一個多小時,不要說是學長姐啦,連那個東西哦。呸,我一定是被你傳染才會亂講話。 佛祖保佑，佛祖保佑！哎，我觉得很奇怪，会不会有人撩妹啊？他们不可能不回会办才对啊！好啦好啦，再陪我一下下，如果真的没有整到人，就放你回去睡觉。赞！听好，既然学长姐不来，我们干脆主动点去吓他们。可是，我们要找谁啊？找文耀学长啊！ 那他在哪里？我怎么知道？哦，那我传讯息问他。我没去那屋外给杀死。哈？你白痴哦！你这不就是告诉他，嘿，我们要来吓你喽？哦，对哦。不过我已经传给他了。哦。 哦，学长很快就回来，赞哦！学长说他在研究室啦。啊嘞，奇怪，这么晚去研究室干嘛？学长都快毕业了，还这么勤劳哦。一定有诈，不过没差，我们这边准备更齐全，要玩才不会玩输他。走。哦。Okay, jetzt gehen wir in das. Aber haben wir den nicht gerade eben noch draußen? Okay, sind wir jetzt timeline-technisch schon wieder woanders? Ich raff's nicht. So, zweite Etage. Oh, es gibt wichtige Dinge. Okay, doch nicht zweite Etage. Information Classroom. So. Freundliche Erinnerung von einer unbekannten Person. Man ist erleichtert, wenn man eine Zugangskarte vergessen hat. Ich bin raus. Der Ersatz der Zugangskarte ist im dritten Stock. Hola. Ich dachte, wir sollten... Hör doch auf. Dude. Ich dachte, wir sollten jetzt ins Labor, aber das ist doch nicht das Labor. Also, Computer Classroom? Verarschen. So, hier soll jetzt noch eine Zugangskarte liegen. Eine GeForce GTX 1060.
Eine GTX 1060. Die leistungsstärkste Grafikkarte des Jahres. Mit geringerem Funktionsverbrauch, größerem Videospeicher und günstigen Preisen hat diese Grafikkarte den ersten Platz in der jährlichen Hardware-Rangliste eines bekannten Videoherausgebers belegt. Ja. Gibt's hier irgendwie... Nee, gibt's nicht. Okay, okay, okay. Das... Nein, nein. Ich wollte gerade sagen, back mich jetzt bitte nicht da rein. Wo soll denn jetzt hier noch das so eine Karte sein? Ist hier noch eine Karte? Irgendwo im dritten Stock soll es noch eine Karte geben. Hier wahrscheinlich dann nicht. Aber auch die Schule, also man muss ja mal sagen, also die Mittel, die diese Universität hier zur Verfügung stellt für die Studenten, ist schon, sagen wir mal, nicht von schlechten Eltern, ne? Also mit den ganzen Laptops und so, ne? Also... Kann man machen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass alle Studenten jetzt hier die Sachen hier alle selber gekauft haben. Ah ja, hallo? Danke. Aber so ein weiterer Hinweis, wo ich was finden könnte, wäre schon schön. Automatische Bürostühle. Voll geil! Also, die lassen sich auf jeden Fall was einfallen, die Jungs. Zugangskarte. Dies ist eine Zugangskarte, die alle Studenten und Professoren der Informationsengineering Labs besitzen. Ersatzkarten sind für diejenigen erhältlich, die ihre eigenen vergessen haben. Für den Fall, dass sie nicht wissen, wo die Ersatzkarten aufbewahrt werden, gibt es eine Post-it-Notiz, die daran erinnert, wo sich die Karten befinden. Hast du die Tür zugemacht? Mach doch nicht sowas. So, jetzt kommen wir aber auch hier wieder raus, ne? Man so sola. Ich würde sagen, wir kommen hier nicht mehr raus. Gut, können wir denn da hinten raus? Also. Leicht neblig. So ganz leicht. Und eine nette Dame am Start. Ja, gar kein Problem. Ist ja mal gar kein Problem. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Was ist denn... Okay. Du kannst dich im Spind verstecken. Okay, 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 okay. So, im Spind. Ich bin weg. Das ist die Frage, sehe ich die denn, wenn sie hier durchgeht? Und durch, ja, sehe ich. Ernsthaft? Ich hätte gedacht, ich komme hier raus. Okay, ich dachte, da wäre mein Ausgang. Aber nein, das ist nicht mein Ausgang. Gut. Alle guten Dinge sind dry. Da ist sie wieder. Muss ich jetzt wirklich warten, bis die einmal hier durchgehavert ist? Na gut. Können wir erstmal noch einen Schluck trinken, Freunde?
Vielleicht macht sie mir ja auch die Tür netterweise da hinten auf. Wäre ich jetzt nicht traurig drüber. Oder auch nicht. So, ist sie jetzt noch hier drin oder nicht? Also das Spiel triggert mich gerade richtig hart. Aber so richtig. Aber was bringt mir die andere Tür? Kann ich hier irgendwie? Warte mal, hier ist doch... Was ist denn hier? Leute, ey, da muss erstmal einer drauf kommen, dass du auf einmal da so ein Dings hast. Hä? So wie sind alle, ja. Wo sind wir denn jetzt? In welchen Katakomben gelandet? Drauf, dass da eine Kiste ist, die denn so ein Loch hat. Zinja! Ja, die hast du jetzt verloren, deine Freundin da, Linien. War das jetzt richtig? Ich würde sagen, ja. Fuck you, wo, was, wie? Hä? Zhenlin? Gamma? Ich will dir sagen, gerade habe ich plötzlich auf einen seltsamen Ort. 一回头你也不见了，还有那个东西，那个东西到刚刚还在追我。你是真的睡着了？我们刚刚拿到备用卡就出来了，什么事都没有啊。可是我刚刚真的……走啦走啦，回研究室了。OK。 Nimm doch. 学长。 Leckere Nüsse. Der Ruf leckere Nüsse, was? Lecker, lecker, nüssig, 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 wurde einem ins Ohr geflüstert, sobald die Verpackung sichtbar wurde. Der Effekt scheint auf Maschinen zu wirken, insbesondere auf Computermonitore, wenn sie in der Nähe stehen. Diese Erklärung hat sich zu einer alternativen Version der Folklore entwickelt. Okay, was ist denn jetzt hier? Zertifikat. Ein handgeschriebenes Zertifikat voller Sarkasmus. Sie lautet Zertifikat zur nützlichen Person. Herzlichen Glückwunsch zur Erlangung des Titels nützliche Person. Eines Tages werden Sie wissen, was für ein großartiger Mensch du bist. Lol. Ich glaube, dass jeder, der dieses Zertifikat erhält, eines Tages in der Zukunft sein Glück finden wird. Vielleicht. Schön, 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 schön. Zärtlicher Liebesbrief. Dequan, wenn du eine duftende Blume bist, dann bin ich der Schmetterling, der bei dir vorbeikommen und verrückt nach dir sein würde. Wenn du der riesige Ozean bist, dann bin ich ein Fisch, der ohne Wasser nicht leben kann und nur an deiner Seite atmen kann. Dieser Brief drückt hiermit meine Liebe zu dir aus. Kann man machen? Könnte man auch anders machen. Titel, der Fluch der Vorträge hinter der bekannten Campus-Legende. Das hatten wir auch schon gelesen. Hä?
Flicker! Ich kann kein Dokument finden, in dem die Frage, ist das Quicksing-Schwert nur halb so wirksam, gestellt wird. Vorschläge. Bitte überprüfen Sie, ob Sie ein Wort falsch geschrieben haben. Bitte versuchen Sie mit einem Okay. Ach du Heilige, jetzt geht's hier los. Online-Forum zu Tungau-Universität. Erfahrung. Was mich diese bösartigen Geister lehrten. Bösartige Geister sind das Ergebnis, diesmal kein Ereignis, sondern diesmal ein Ergebnis, eines nachtragenden Todes. Diejenigen, die Selbstmord begehen und rote Tücher tragen, diejenigen, die an Verfolgung sterben und diejenigen, die ermordet werden, werden wahrscheinlich ebenfalls zu bösartigen Geistern. Darüber hinaus können auch Geister von Kleinkindern, die brutal abgetrieben wurden oder über einen Unfall ums Leben kamen, zu bösartigen Geistern werden. Bösartige Geister können nicht von selbst reinkarnieren. Sie können nur durch einen Exorzismus entfernt werden. Du kannst sie nur vertreiben, indem du einen taoistischen Priester beauftragst, eine religiöse Zeremonie für die Toten durchzuführen, damit sie ihren Groll loslassen. Geister, die nicht befreit werden können, werden stattdessen ausgelöscht oder versiegelt. Seien sie nicht wie ich und versuchen sie nicht, es selbst zu tun. Morgen ist der 29. Februar und der Priester hat gesagt, dass die bösen Geister in 4 Jahren am stärksten sein werden. Gehe nicht an verwunschene Orte und locke Geister an. Smart Mann, Blödsinn. Kann nicht entkommen und kann nur auf den Tod warten. Wo soll ich denn um Mitternacht einen Priester finden? Genug gesagt. Wünsch mir viel Glück, ich werde diese Geister bekämpfen. Ist das denn ernst? Ich bin auch ein Tungu-Absolvent und ein Unfall ist in meiner Klasse passiert. Auch am 29.02. Erinnert mich an deine Mission aus The Witcher 3 mit den Geisterkindern. Stimmt. So, jetzt haben wir aber alles durchgelesen, oder? Smart Man 1245. Das ist nicht der Schülerin-ID? Hä? Mit Li-Gui-Jue-Dou? Das ist nicht wahr? Ja, er hat es ja probiert. Ne? Er ist dann aber anscheinend selbst besessen geworden. Zhenlin! Was willst du? Nur wenn wir das, was wir oben gesagt haben, können wir den Schülerin retten. Ah, du bist ernst? Natürlich! 啊，我知道你不信啦，但不是怎么知道？而且学长平常这么照顾我们，如果他真的出事了，我们当然要去救他啊。你不是怕鬼？怕怎么不怕？可是学长那么怕的人都冲了，哎呀，就你到底帮不帮啦？好啦，那你先去找铅笔跟去渍油。要干嘛？ 脏成这样，不先用干净要怎么看？快去找，我在这等你。哦。Oh. Suche nach dem Bleistift und den Fleckenentferner. Das sind aber auch manchmal Aufgaben, Freunde. Wo ist denn jetzt hier der Bleistift und der Fleckenentferner? Oh, hier ist der Bleistift. Ausrüstung zu einem Kunststudenten besitzen muss, liegen in. Eine begabte Künstlerin beherrscht verschiedene Bleistifttechniken. Sie hat mit Hilfe von Gravurtechniken brillante Werke geschaffen. Okay. Also den haben wir schon mal. Fleckenentferner. Eine chemische Substanz, die zur Dekontamination und Fleckenentfernung verwendet wird. Sie enthält Karzinogene und muss in einer gut belüfteten Umgebung verwendet werden. Na gut. So, jetzt kann ich dir das geben, ne? Nicht? Ey, sag bloß, ich muss mich hier hinter stellen, um dir es dann zu geben. Nee. Muss ich das hierfür verwenden? Oh Gott, ich muss es dafür verwenden. Keller des Wohnheims. Jawoll. Jawoll. Der Exorzismus-Wiki wurde mit einem starken Fleckenentferner von den Flecken auf den Seiten befreit und die Handschrift wurden durch Gravuren verbessert. Obwohl sie nicht vollständig wiederhergestellt wurden, konnten wir immer noch die wichtigsten Inhalte lesen. Der Ort des Exorzismus befindet sich auf der verfluchten Brücke. Er befindet sich im Keller des Wohnheims. Der Geist wird dich in ihr Zimmer... Sei vorsichtig. Finde den Schlüssel für... Im Mechanismus in einem Zimmer im 2. Stock des Wohnheims. Na toll.
Du wirst die Wahrheit finden. Zerstöre alles mit dem Quinxenschwert. Zögere nicht, wenn sie von einer anderen Leiche besessen ist. Schneide die Leiche auf. Es ist der einzige Weg, um alle zu retten. Der Professor der Abteilung für Philosophie sagt einmal, dass der Schatz des Campus in der Abteilung für Philosophie liegt. Du musst den weiblichen Geist auf exorzieren, um alle zu... Ist ja... Was? Shitty. Oh, 最后一次了。